Lassen Sie mich mit einer Frage beginnen, ganz am Anfang. Sie waren viele Jahre im Ausland, haben im Ausland gelebt und sind dann wieder in Ihr Elternhaus gezogen. Welche Vorteile, welche Nachteile haben Sie beim Modell Mehrgenerationenhaus gesehen? Also der Vorteil liegt klar auf der Hand. Man lebt mit der Familie zusammen. Man hat einen engen Kontakt zu den Eltern, beziehungsweise meine Tochter dann eben auch zu den Enkelkind. Es ist eine Wohngemeinschaft, wenn das Verhältnis stimmt zu den Eltern, das unbedingt zu bevorzugen ist. Der Nachteil ist natürlich der, dass dann, wenn die Pflegesituation eintritt, die ja nicht unbedingt kommen muss, man vielleicht schnell in eine Situation kommt, in der man vielleicht Dinge machen muss, die man vorher nicht beachtet hat. Das heißt im Klartext bei mir beispielsweise, ich hätte mir niemals vorstellen können, wie sehr eine so extreme Pflegesituation mit meinen Eltern, die dann eingetroffen ist, wie sehr die mein Leben belasten wird. Es war auch nie drüber gesprochen worden und es ist auch nie drüber nachgedacht worden. Das ist klar der Nachteil, dass man eben hier plötzlich in eine Situation kommt, die einfach nicht mehr wirklich gut handelbar ist. Woran haben Sie denn zum ersten Mal gemerkt, dass mit der Mama was nicht stimmt? Gut, das war erst einige Jahre, nachdem wir dort schon gelebt haben. Am Anfang lief ja alles wunderbar. Eigentlich an Weihnachten. Das war Weihnachten, ich glaube im Jahr 2003. Da meine Mutter kam also an Weihnachten hoch zu uns. Wie immer an Weihnachten kamen eigentlich beide Eltern zu mir, im ersten Stock, wo wir gewohnt haben. Und da kam meine Mutter dann alleine hoch und das war für mich schon sehr verwunderlich. Und auf die Frage hin, wo denn eigentlich der Vater ist, hat sie dann eben geantwortet, ja, also keine Ahnung, wo der ist, mir auch wurscht so ungefähr, signalisiert zumindest auf die Weise. Und das war ein bisschen komisch, weil sie eigentlich immer sehr auf ihren Mann geguckt hat, wo er ist, was er macht und ohne ihn sowieso nirgendwo hingegangen ist, beziehungsweise immer auf ihn aufgepasst hat. Und das fand ich schon auffällig. Aber von Demenz war da natürlich noch nicht die Rede. Es war einfach nur für uns auffällig. Und im Nachhinein betrachtet glaube ich natürlich schon, dass da schon die ersten Anzeichen da waren, ihre Veränderung ihrer Persönlichkeit und dass sie sich wirklich sehr stark auch auf sich konzentriert hat. Und das war schon, also ich fand, das war schon auffällig damals. Wie kam es denn eigentlich zu dieser Diagnose Demenz und welche Prognose haben die Ärzte gestellt? Also die Diagnose Demenz kam dann eigentlich, als meine Mutter mal wieder umgefallen ist. Sie kam auf alle Fälle ins Krankenhaus aufgrund dieses Sturzes und die Ärzte sind dann auch mal nachgegangen der Sache, warum sie eigentlich permanent stürzt, also diese Gleichgewichtsprobleme hat und haben dann auch ein CT vom Kopf gemacht. Und da wurde eben festgestellt, dass schon Teile des Gehirns hier betroffen sind. Das heißt, es wurde die Diagnose vaskuläre Demenz gestellt. Und das bedeutet, also vaskulär bedeutet eine gefäßbedingte Demenz. Gefäßbedingt daher, dass die eben verstopft sind oder was auch immer die Ursache dafür ist. Und die Prognose, also die weiß ich eigentlich nicht. Die Oberärztin hat uns zwar darüber aufgeklärt, dass jetzt eben die Mutter Demenz hat. Und dass es die nächsten Jahre schlimmer wird, aber wie genau das dann passiert und in welchem Umfang, das konnte sie mir nicht sagen. Ich nehme auch an, dass sie das selber nicht weiß, weil das ja auch sehr individuell ist, wie sich das entwickelt, die Krankheit. Aber mir war schon klar, dass wir hier irgendwann eine schwierige Situation haben werden. Und das hat die Ärztin eigentlich auch gesagt, wir müssen uns überlegen, wie wir später dann mit der Situation umgehen wollen. Also das wussten wir schon, aber was da auf uns zukommt zu dem Moment, wussten wir natürlich überhaupt nicht. Und was ist dann auf Sie zugekommen? Wie ging es mit Ihrer Mutter weiter? Gut, es ging so weiter, dass meine Mutter immer wieder diese Gleichgewichtsstörungen hatte, immer wieder umgefallen ist und jedes Mal danach hatte ich den Eindruck, ging es einen Schritt bergab mit ihr. Und sie hat abgesehen davon auch andere Probleme natürlich bekommen. Das heißt, sie hat Namen vergessen. Es kam dann die Wortfindung, die problematisch wurde. Das heißt, dass sie immer wieder nach Wörtern gesucht hat, das wurde immer extremer. Sie hat Dinge verloren und verlegt, die sie nicht mehr gefunden hat, wo sie also permanent am Suchen war, bis natürlich später das sich so entwickelt hat, dass sie also völlig orientierungslos geworden ist. Also das war der Verlauf der Krankheit meiner Mutter. Ihren Vater hat es natürlich auch irgendwie betroffen. Wie hat sich sein Leben denn geändert? Also mein Vater hat es natürlich betroffen, weil seine Frau an der Seite mehr oder weniger sich verloren hat und er selbst mit der Situation sich nicht arrangieren konnte. Das heißt, er hat diese Krankheit meines Erachtens nach nicht
akzeptiert, dass sie existiert, hat immer wieder versucht, den Normalzustand herzustellen. Und er selbst hatte ja auch einen Schlaganfall erlitten und hatte dann auch mit Depressionen zu kämpfen. Das heißt, hat sich mit ihr auch in Schlechte entwickelt. Das heißt, er wollte eigentlich das Leben, so wie es jetzt läuft, nicht akzeptieren. Und er konnte sie eigentlich auch sehr wenig unterstützen bei ihrer Krankheit, sondern hat eben permanent versucht, sie wieder dahin zu bringen, wo sie eigentlich vorher waren. Das war sehr schwierig für ihn. Sie haben gerade gesagt, dass der Vater auch eine Depression hatte. Sie haben dem sicher versucht zu helfen. Was haben Sie gemacht? Wie ist das vonstatten gegangen? Also das ist, insofern haben wir natürlich versucht, ihn da rauszuholen. Zum einen war ich sehr viel bei meinen Eltern abends und habe mit ihnen gesprochen, habe versucht, ihnen Mut zu machen. Also die ganze Zeit eigentlich war ich fast jeden Abend unten und habe eine halbe Stunde, Stunde mich mit ihnen unterhalten, solange das auch noch ging mit meiner Mutter. Hat für einen Moment schon immer was gebracht, aber am nächsten Tag war natürlich die Depression wieder da. Ich habe dann andere Dinge auch noch versucht. Wir haben Ausflüge für ihn organisiert, für meinen Vater, die er aber eigentlich wenig angenommen hat. Ich habe dann versucht, meine Eltern zu überreden, beide. Da gibt es Kliniken, die so Erholungen für, also Kuren auch anbieten für pflegende Angehörige mit Demenzerkrankten, wo beide hinfahren konnten, weil trennen wollten die beiden sich nicht mehr. Oder sowieso nicht, ist noch nie eigentlich getrennt in Urlaub gefahren, war das da auch nicht möglich. Das wurde aber auch von beiden nicht angenommen. Später habe ich meine Mutter versucht, in eine Tagespflegestätte zu bringen, um meinen Vater zu entlasten, damit er auch wieder Lebensmut bekommt. Das hat auch nicht geklappt, weil meine Mutter da auf gar keinen Fall bleiben wollte und mein Vater eigentlich auch nicht wirklich begeistert war davon. Also ich habe viel experimentiert, einfach alles, damit mein Vater wieder zurück ins Leben findet, weil er war ja eigentlich noch relativ fit. Also nur psychisch war er sehr, sehr angeschlagen, eben durch die Depression und wahrscheinlich auch durch seinen Schlaganfall. Und das wollte ich einfach, dass er wieder Lebensmut findet. Und da haben wir schon wirklich viel versucht. Aber er hat nicht mitgemacht und beide haben sie nicht mitgemacht. Und deswegen konnte ich das leider nicht verhindern, letztendlich, dass es ihm dann immer schlechter ging. In dem Zeitraum, den Sie beschreiben, waren Sie Mutter, Sie waren berufstätig und Sie waren pflegende Angehörige. Wie schafft man sowas? Wie kriegt man das unter einen Hut in einem Leben? Also das geht eigentlich gar nicht. Ja, also das muss man ganz klar sagen, eigentlich geht es nicht. Das ist auch mit der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, um mal klar zu sagen, dass das nur dann geht, wenn man wirklich ganz viele Federn lässt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich ein sehr gutes Umfeld hatte, sprich mit meinem Mann, mit meiner Tochter, auch mit Freunden, die mich da durch die Zeit auch getragen haben. Denn ich glaube, dass diese Kombination, die Sie gerade fragen, gar nicht möglich ist, ja? Weil man ja in allen Dingen, die Sie angesprochen haben, sehr viele Aufgaben hat. Das heißt, eigentlich als Mutter von einem Kind, das in die Schule geht, bin ich schon ziemlich ausgelastet. Wenn ich dann auch noch berufstätig bin, was ja die meisten sind, nicht nur ich, sondern die meisten müssen auch noch arbeiten, dann habe ich schon eigentlich ziemlich viel am Hals. Ich bin am Nachmittag unterwegs mit meinem Kind. Ja, und dann hat man noch einen Mann und auch einen Haushalt und eigentlich geht es gar nicht. Also diese Pflege da noch dazu ist eigentlich nicht möglich und wenn, dann nur auf Kosten des Angehörigen, würde ich sagen. Auf die Kosten der Gesundheit und natürlich das Leben, das da extrem darunter leidet, meiner Meinung nach. Wie sehr haben denn Ihre Tochter und Ihr Mann unter der Situation gelitten? Also die haben natürlich schon auch ein bisschen dazu leiden gehabt. Meine Tochter hat nicht so viel davon mitbekommen, von der angespannten Situation, die mich betroffen hat. Denn ich habe versucht, soweit es ging, das von ihr fernzuhalten. Sie hat ihre Großeltern vergöttert, insbesondere mein Vater. Das war also ihr Lieblingsgroßvater. Der hat auch viel Quatsch mit ihr früher gemacht. Also er hat ja auch eine tolle Beziehung zu ihr gehabt. Und sie hat das auch verdrängt, was da Negatives läuft. Sie hat es auch nicht wirklich viel mitgekriegt. Was sie natürlich schon gespürt hat, ist meine Anspannung und meine nervliche Belastung. Das heißt, dass ich vielleicht manchmal extremer reagiert habe, als ich das vielleicht heute tun würde. Weil man eben, wenn man schon gestresst aus der Wohnung der Eltern nach oben geht und dann noch ein paar Stifte rumliegen, die nicht aufgeräumt wurden, dann kann es sein, dass man da überreagiert. Und das habe ich sicherlich gemacht, dass ich da öfters mal aus der Haut gefahren bin, wo es nicht nötig war. Wie alt war denn die Tochter eigentlich in dem Zeitraum? In dem Zeitraum war sie, also als wir dort hingezogen sind, war sie erst 4, wo das dann anfing. So zwischen 8, 9, 10, Dreh rum. Und mein Mann, der hat natürlich das auch mitbekommen, der musste auch viel abfedern und hat mich auch unterstützt, indem er
viele Fahrten auch gemacht hat. Es war für mich wichtig, auch, dass ich mal eine Distanz bekomme, also Fahrten, sprich Arztfahrten oder zu Veranstaltungen, meine Eltern. Vor allem, was für mich total wichtig war, ist, dass er viel, viel Gespräche mit mir geführt hat. Also er musste sich immer wieder das Gleiche anhören, jeden Abend. Da muss ich sagen, bin ihm heute noch dankbar dafür, auch wenn er manchmal fast dabei eingeschlafen wäre. Aber er hat es trotzdem immer wieder sich angehört und wir haben diskutiert, warum und wieso. Weil man will ja immer wissen, warum so eine Situation da ist und warum man das erleben muss und wie man das ändern kann. Und das Begreifen auch von dem von der Veränderung eines Menschen, den man ursprünglich viele, viele Jahre anders kennt, der dann plötzlich ganz arg sich verändert in negativer Weise und nicht mehr erkennbar ist, auch mit meiner Mutter, das muss man erstmal verarbeiten. Diese Veränderung eines Menschen. Und gut, wir Frauen neigen dazu, dass wir gerne über die Verarbeitung dann viel reden. Und das habe ich auch gemacht. Und er war Gott sei Dank bereit, das auch sich anzuhören und mit mir zu diskutieren. Und naja, das hat ihn bestimmt belastet, weil andere Dinge da in den Jahren wenig Platz hatten. Der Titel des Buches lautet Mutter, wann stirbst du endlich? Wann haben Sie diesen Satz zum ersten Mal gedacht? Und wann haben Sie sich getraut, ihn auszusprechen? Also gedacht habe ich das sicherlich in dem Moment, wo meine Mutter irgendwann begann, eigentlich sich selbst zu verlieren. Wo sie orientierungslos wurde, wo sie auch Panik hatte. Panik, weil sie nicht mehr wusste, wer um sie rum ist und was passiert, wo sie wohnt. Sie hatte ja auch die Zeit lang die fixe Idee, dass sie hier gar nicht wohnt, dass sie ganz woanders wohnt und weg wollte. Immer diese Unruhe in sich, teilweise auch mit Aggression gepaart dann. Also das war dann schon sehr im fortgeschrittenen Stadium. Und gleichzeitig mein Vater daneben auch immer weniger wurde. Also seine Persönlichkeit sich völlig verloren hat. Er auch aggressiv wurde, depressiv, immer diese wechselseitige Wirkung. Und da habe ich schon angefangen zu denken eigentlich, wann ist es soweit, wann hat sie das überstanden? Also wann darf sie endlich sterben, damit sie und wir alle eigentlich dann auch befreit sind von dieser Situation, die für alle, nicht nur für meinen Vater, auch eben für meine Familie und auch natürlich für die ganze Familie sehr belastend war. Aber insbesondere für meine Mutter, weil sie selbst wollte das ja. Sie hat ja auch immer davon gesprochen, dass sie eigentlich sterben will und dass sie nicht mehr leben will. Ihr war ja bewusst, was mit ihr passiert. Auch wenn sie später, im späteren Stadium, nicht mehr differenzieren konnte, was jetzt genau mit ihr los ist. Aber sie wusste, irgendwas stimmt nicht mehr mit meinem Kopf und irgendwie kriege ich die Sachen nicht mehr geregelt. Und das war für sie schon ganz schlimm. Also es war ein schlimmer Zustand. Wenn Sterbehilfe in Deutschland erlaubt wäre, hätten Sie sie in Anspruch genommen? Ich nehme an, Sie sprechen von der aktiven Sterbehilfe, oder? Weil es gibt ja einen Unterschied zwischen aktiv und passiver Sterbehilfe. Die aktive Sterbehilfe gibt es bei uns noch nicht. Und für meine Mutter hätte ich sie nicht in Anspruch genommen. Denn sie hat nie mit mir vorher darüber gesprochen. Das wäre eine Grundvoraussetzung, um überhaupt das jemandem zu gewähren, dass er sich selbst dazu äußert und sagt, wenn das so und so ist, dann möchte ich das gerne. Und die andere Sache ist auch, dass mein Vater da völlig dagegen war, weil für ihn die Realität ja ganz anders war. Er hat ja immer gedacht, seine Frau wird wieder. Also zumindest hatte ich diesen Eindruck, dass er immer noch dachte, es könnte mal wieder so werden, wie es war. Und er wollte auf gar keinen Fall, dass sie geht, vor ihm geht. Und deswegen wäre es für mich nicht in Frage gekommen, weil zu einer aktiven Sterbehilfe müssen alle sich einig sein. Und die war bei uns definitiv nicht so die Situation. Was raten Sie denn heute älteren Menschen und deren Kindern, damit sie eben nicht in die gleiche Situation geraten? Was müssen die Älteren tun? Wie können die Jüngeren helfen? An die ältere Generation würde ich appellieren, also wenn Sie jetzt ein Mehrgenerationenhaus planen, was ja eine schöne Idee grundsätzlich ist, würde ich Ihnen vorschlagen, dass Sie auf alle Fälle mit Ihren Kindern offen und ehrlich über dieses Thema Pflege sprechen, denn es muss nicht jeden treffen, aber es kann einen treffen und es kann einen auch so treffen, wie das bei meinen Eltern passiert ist. Und dann sollten die Kinder und die Eltern zusammensitzen und darüber reden, was dann passieren soll. Was die ältere Generation da auch die Chance ist eigentlich, meiner Meinung nach, ist, dass sie selbst bestimmen, was mit ihnen passiert. Denn wenn sie das vorher nicht festlegen mit niemandem, dann ist es auch so, dass sie letzten Endes dann auch das mit ihnen passiert, was sie vielleicht gar nicht wollten. Die Kinder müssen was entscheiden, wo sie nicht wissen, was hätten die Eltern eigentlich gewollt in der Situation. Das ist vielleicht nicht das, was sie hätten haben wollen. Und die Kinder müssen sich damit rumschlagen, ist das wirklich das, was auch meine Eltern wollten. Ja, also das finde ich sehr schwierig. Deswegen finde ich, ist das oberste Gebot eigentlich die Kommunikation miteinander, dass man darüber spricht
und auch festlegt, was passiert, wenn. Man muss nicht alle Szenarien bis ins Detail durchspielen, aber man soll zumindest mal drüber sprechen. An die jüngere Generation würde ich sagen, um nicht in die gleiche Situation zu geraten, das, natürlich das Gleiche, drüber sprechen, die Eltern ansprechen, auch wenn sie ausweichen, darauf bestehen, dass man drüber spricht. Und sich halt genau überlegen, ob man das leisten kann und wie weit man gehen kann. Und auch vielleicht festlegen, wie viel kann ich eigentlich leisten. Weil von was wir hier sprechen, ist ja eigentlich nicht, dass ich mal einkaufen gehe für meine Eltern. Das war ja für mich auch völlig klar und das würde ich auch für jeden tun. Wenn ich weiß, er braucht Hilfe, dann gehe ich einkaufen, dann fahre ich den mal zum Arzt. Und das geht hier ja gar nicht. Sondern diese hundertprozentige Verfügbarkeit, die man, und diese Sorge, die man dann, die damit verbunden ist, wenn ein Elternteil oder beide pflegebedürftig sind, dass man eben wirklich 24 Stunden teilweise präsent ist. Und vor allem, wenn man im Haus wohnt, das muss einem halt auch klar sein, dass man nicht weg kann. Das, man kriegt das einfach mit. Der große Unterschied ist tatsächlich, wenn ich eine räumliche Distanz habe, ich wohne einen Kilometer weg, kann ich aus dem Haus rausgehen und dann kann ich das daheim verarbeiten und bin aber frei von Geräuschen, von Situationen oder was auch immer. Das war eben das große Problem bei mir, dass das nicht ging. Also es war sicherlich nicht das einzige Problem, aber es hat das Ganze sehr erschwert. Denn kaum bin ich in meine Wohnung gegangen, ich habe ja gehört, was da unten los ist. Und das muss man sich genau überlegen, ob man, wie man damit umgeht. Ich will es nicht negativ bewerten, Mehrgenerationenhaus in dem Sinn. Aber ich finde, man muss vorher klarlegen, wie man damit umgeht dann. Das fände ich sehr wichtig. Und vielleicht noch an die ältere Generation, was mir auch sehr wichtig ist, auch ein bisschen berufsbedingt, dass sie auch Hilfen annehmen. Das ist nämlich das Nächste, dass viele auch sagen, nee, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Und die Kinder sich dann große Sorgen auch machen diesbezüglich. Zum Beispiel klassischer Fall dieses Hausnotrufgerät. Wenn die Mutter alleine lebt oder der Vater, dann hat man halt immer Sorge, Mensch, der geht nicht ans Telefon, was ist passiert, liegt da irgendwo? Und da kann man sich selbst natürlich sehr helfen, wenn man diese technischen Errungenschaften auch nutzt. Aber man kann auch den Angehörigen helfen, die dann einfach ruhiger sind und sagen, okay, wenn was wäre, haben sie ja die Möglichkeit, das Hilfe zu rufen. Also das finde ich auch sehr wichtig. Noch einen etwas anderen Aspekt. 2013 tritt ja die Reform der Pflegeversicherung in Kraft. Mit Ihrer Erfahrung im Hintergrund, wie beurteilen Sie sie? Was bringt sie? Also die Pflegeversicherung jetzt, also bringt es mir was, dann würde ich sagen, oder hätte es mir was gebracht, dann würde ich sagen, nein. Denn das sind ein paar Euro mehr, die im Monat da zusätzlich möglich sind. Das löst nicht das Problem, von dem ich eigentlich spreche. Was mir nicht gefällt, ist eigentlich, dass unsere Gesundheitspolitik von Herrn Bahr vertreten auf die Schultern der Angehörigen lastet. Das heißt, er setzt sehr viel auf pflegende Angehörige und vergisst dabei völlig, dass eben genauso Angehörige wie ich auch noch sehr viel mehr zu leisten haben. Er spricht der Zeit an, die vor 30 Jahren mal war, wo die Frauen zu Hause waren, sich um die Kinder kümmern konnten, um den Mann und vielleicht auch noch um die Eltern. Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Das geht einfach jetzt so nicht mehr. Wie gesagt, weil die meisten Frauen eben berufstätig sind und aktive Kindererziehung haben. Das hat sich auch ein bisschen geändert. Und deswegen denke ich, dass das nicht ausreicht, was da an Reform oder Reförmchen, wie es immer so schön heißt, gemacht wurde. Wichtig wäre eigentlich, neue Modelle, neue Wohnmodelle mehr zu propagieren eigentlich, vielleicht auch von staatlicher Seite das in die Hand zu nehmen, Wohnmodelle für die Senioren. Und wichtig wäre auch, die Pflege zu Hause bis zu einem bestimmten Punkt nur immer zu bewerben, wie Herr Bahr das macht, möglichst lange zu Hause. Das ist sicherlich ein toller Wunsch. Aber das geht eben auch nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und die stimmen halt in den meisten Wohnungen der Senioren nicht. Meines Erachtens, oder so viel ich gelesen habe, sind 70% der Wohnungen für Senioren überhaupt nicht seniorengerecht. Also müssen neue Modelle gefunden werden. Und die Reform, die sie da gebracht haben, ist ein paar Euro hier mehr, ein paar Euro da mehr. Und die Demenzkranken sind jetzt bedacht worden. Aber letzten Endes wären andere Schritte notwendig. Es wäre auch ganz wichtig, mir mal zu klären, warum die Pflege zu Hause so viel weniger Geld bringt, als wenn die Pflege durch einen ambulanten Pflegedienst gemacht wird. Das wäre auch so eine Sache, wo ich mir denke, der gerne pflegen will zu Hause, die gibt es ja auch, dem wäre natürlich sehr geholfen, wenn er das gleiche Geld für die Pflegestufe in Anspruch nehmen könnte, wie jemand, der das pflegen lässt vom ambulanten Dienst. Denn dann, da reden wir ja von großen Differenzen. Und da würde ich auch mal gerne eine Antwort haben, warum das nicht möglich ist. Ja, also da geht diese Reform überhaupt nicht in diese Richtung. Und deswegen glaube ich, dass sie nicht wirklich weiterhilft, nicht Angehörigen wie mir. Ich danke Ihnen. Gerne.